Das ist also unser Amphibienfahrzeug. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Vorne habe ich diese abgeschrägten, runden Dinger genommen. Für weniger Wasserwiderstand. Und es schaukelt vor und zurück, das Ding. Das ist so witzig. Hallo und herzlich willkommen zu Trailmakers. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's um die Boote und um alles, was irgendwie schwimmt. Boot ist schon so ein bisschen hochgegriffen. Ich denke nicht, dass man das, was ich da so gebaut habe, wirklich als Boot bezeichnen kann. Aber ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen gebastelt. Und das allererste ist eigentlich so das, was wahrscheinlich am interessantesten ist, nämlich Amphibienfahrzeuge. Das ist natürlich viel cooler als einfach nur ein Boot. Und ja, da habe ich auch mal sowas zusammengebastelt. Das gucken wir uns jetzt mal an. So sieht das Gerät aus. Da liegt es auch schon. Und ihr seht schon, da stimmt wieder irgendwas überhaupt nicht. Das wackelt wieder wie wild durch die Gegend. Ist ziemlich überladen. Ich habe am Heck zwei so Pistons hin. Und die sind standardmäßig immer ausgefahren. Ja. Und dadurch, dass die ausgefahren sind, setzt das Ding natürlich auf und die Räder drunter brechen raus und so Sachen, wenn man das länger stehen lässt. Wenn man die aber sofort einfährt, nachdem man das Ding hier hinsetzt, dann ist es kein Problem, dann bleibt das alles heil und funktioniert. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gelassen. Ich hätte ihn natürlich auch fest montieren können ohne diese Pistons, dann würden sie auch nicht ständig rausfallen und brechen. Aber dann hätte ich euch die Pistons nicht zeigen können. Und was ich da so gemacht habe. Ihr glaubt nicht, wie lange das gedauert hat, hier sowas zusammenzubauen, was dann wirklich so ein bisschen funktioniert und gleichzeitig fährt und schwimmt. Das war schon extrem. Also da war ich ganz lang dran gesessen. Wir haben 6 Triebwerke und ja, die einzige Steuermöglichkeit, die wir haben, sind die Räder. Und mehr haben wir nicht. Das ist also ganz interessant. Jetzt reparieren wir das Ding mal schnell. Und ziehen dann die beiden Pistons ein. Geht das? Ah, mit X geht das, genau. So, jetzt sind die ganz oben. Die sind jetzt höher, als eigentlich möglich sein sollte. Die sitzen jetzt nämlich im Triebwerk. Okay, kommen wir hier an Land. Dann zeige ich euch das Ding mal an Land. Als erstes. Ja. Wir haben also einen V8-Motor, den könnten wir uns auch sparen. Der bringt nämlich nichts. Die Lenkung habe ich jetzt so eingestellt, dass die Vorderräder nach so einlenken und die Hinterräder eben anders und ja, das sollte eigentlich dann zu einem guten Kurvenradius führen und so, aber das ganze Zeug ist viel zu nah beieinander, ihr seht es, die rubbeln sich gegenseitig ab, die Reifen, das klappt einfach nicht und das ganze Gefährt ist extrem wabbelig, der V8, der bringt es überhaupt nicht zum Fahren. So, jetzt seht ihr so ein bisschen das Heck, da sind die beiden Räder, die sind natürlich nur zum Schwimmen da, mehr bringen die nicht, ist ja klar. Und die Triebwerke sind jetzt hinten verstopft. Macht nix. Jetzt fahren wir das Ding mal ins Wasser. Und dann zeige ich euch, dass das tatsächlich schwimmt. Ob man es glaubt oder nicht. Aber dieses Teil schwimmt. Und eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, ich glaube, ein viel besseres Setup als das ist gar nicht möglich. Ich habe natürlich noch eins für euch. Was, glaube ich, ein bisschen schneller ist. Deswegen werden wir das dann auch hernehmen, um hier so ein bisschen die Karte zu erkunden. Da hinten sind nämlich Berge, wenn ihr das seht. Das sind sogar ziemlich große Berge da vorne. Also da muss noch eine große Insel sein. Das gucken wir uns natürlich mal an. Vielleicht kommt man ja so weit. Ich habe keine Ahnung, ob man da aus der Karte fällt oder was. Oder ob man einfach irgendwann die Kartenbegrenzung trifft. Aber das müssen wir uns anschauen. Ja. Also man kann ziemlich gut steuern mit den Rädern. Ich habe keine Ahnung warum, aber das funktioniert. Auch ohne, dass sie sich drehen. Man lenkt einfach ein und das Fahrzeug macht es dann. Das ist also super praktisch. Ich habe doppelte Traktorreifen genommen, weil wir einfach den Auftrieb brauchen. Und so klappt das eigentlich ziemlich gut. Ich kann jetzt auch mit den Pistons die Dinger hinten wieder ausfahren. Die beiden Extra-Reifen, die uns noch so ein bisschen Auftrieb geben. Der Auftrieb und die Gewichtsverlagerung ist super, super wichtig in dem Spiel. Ihr seht das. Ich habe jetzt die Pistons. Jetzt habe ich sie ganz ausgefahren. Und jetzt überschlagen wir uns. Also so schnell kann man da irgendwas ändern, dass es nicht mehr funktioniert. Wenn wir die Pistons wieder einfahren, dann können wir wieder normal mit dem Ding durch die Gegend cruisen. So, jetzt sind sie wieder ganz oben. Also volles Rohr. Ich kann einfach Gas geben und das Ding fährt. Und sobald ich diese Reifen runterfahre,
überschlagen wir uns, das Ding ist nicht mehr brauchbar. Das ist also ein Riesenunterschied. Und sobald man da irgendwas ein bisschen umbaut, muss man das gesamte Setup wieder überdenken. Das ist jedes Mal so. Super schwierig, sowas hinzubekommen. Na gut. Das ist also das Amphibienfahrzeug. Bin ich ziemlich glücklich mit. Ist definitiv nicht so wirklich die perfekte Lösung. Aber ich denke, für Trailmakers im momentanen Zustand ist das somit das Beste, was man wirklich machen kann. Den V8 kann man rausnehmen, dann spart man ein bisschen Gewicht. Der bringt nämlich nichts. Na gut, vielleicht kann man so ein bisschen rückwärts fahren, geradeaus. Das ist das Einzige, was er bringt. Okay. Das ist also unser Amphibienfahrzeug. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Vorne habe ich diese abgeschrägten, runden Dinger genommen. Für weniger Wasserwiderstand. Und es schaukelt vor und zurück, das Ding, das ist so witzig. Auf jeden Fall funktioniert's. Okidoki. Dann gehen wir weiter zum nächsten Setup. Das hat mich noch sehr viel mehr Zeit gekostet, bis das gefahren ist. So, wir müssen das alte wieder löschen vorher. So, und so. Das Baumenü ist nicht wirklich praktisch. Deswegen kostet es dann auch nochmal extra viel Zeit. So. Das ist das Boot. Genau, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder zurechtfinden. Das hier ist das eigentliche Boot, was ich gebaut habe. Und das schwimmt auch wirklich nur. Das funktioniert nur auf dem Wasser. Das setze ich jetzt erstmal hier auf Land, dann gucken wir uns das so ein bisschen an. Wir haben schon wieder das erste Teil verloren, wie das halt so ist. Das ist halt ziemlich schwer und sobald man mit so einem schweren Gerät hier aufsetzt, dann fällt auch wieder irgendwas ab. Wir haben wieder 6 Triebwerke. Ich habe das jetzt aus diesen Rohren gebaut, die sind noch ein bisschen leichter als alle anderen Teile. Und dann habe ich die ganzen Traktorräder einfach drunter gepappt, was ja eigentlich viel praktischer ist für so ein Boot, weil das soll ja möglichst hoch schwimmen und so. Aber, ja, lasst euch nicht täuschen davon, das ist unglaublich schwierig, wenn man Räder unterhalb von einem Fahrzeug montiert, so wie ich das hier gemacht habe, das Ding stabil zu kriegen. Das ist annähernd unmöglich. Wenn ich hier wieder irgendwas ändere, wenn ich ein Rad rausnehme, irgendwie ein Rad dazu klebe oder so, dann überschlägt sich das Teil wieder. Das ist also kaum fahrbar. Das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, da rumzuprobieren, bis man irgendwie so ein funktionierendes Setup zusammenkriegt. Ich habe auch wieder so ein paar Lichter dran gepappt und so. Richtig cool. Hecklampen haben wir vergessen. Und wenn wir springen und dann hier diesen Maustaste klicken, also linke Maustaste, dann macht der hier den da. Und dann können wir so ein bisschen durch die Gegend cruisen. Und das brauchen wir, um hier R zu drücken und das Ding zu montieren. Weil das funktioniert, wie gesagt, nur im Wasser. Ihr seht die ganzen Piranhas. Das sind die Dinger, die euch auffressen, wenn ihr im Erkundungsmodus ins Wasser fallt. Also der ertrinkt nicht, ihr könnt super schwimmen und so, aber diese Piranhas fressen euch halt sofort. Deswegen besser nicht ins Wasser. Und im offenen Modus, hier im Sandbox-Mode, fressen die einen halt nicht. Das ist super praktisch. So, kommen wir irgendwie da hervor. Würde er gern einsteigen. Okay, cool. Also das Ding schwimmt. Wenn man das frisch hinsetzt, dann wabbelt es so ein bisschen rum. Ihr habt es ja gesehen. Wir haben keine Motoren. Wir haben nichts zum Steuern oder so. Wir haben einfach nur die Triebwerke. Und die Triebwerke habe ich wieder extra belegt. Also mit Tasten belegt. Kann man auch bei den Triebwerken machen. Die haben ja auch so einen Konfigurationsstern. Ich sehe nichts. Da ist er. Und der ist jetzt auf None. Der sollte eigentlich belegt sein. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich glaube, der ist belegt. Jetzt lassen wir es wieder fallen. Bam. Und fast überschlagen, aber nur fast. Also, da sieht man so ein bisschen, wie schwierig das ist. Jedes Mal, wenn die Kabine unter Wasser geht, schmeißt uns aus dem Fahrzeug raus. Genauso, wenn unsere Triebwerke unter Wasser sind, gehen die auch aus. Ist also auch ein bisschen unpraktisch. Ja, die Triebwerke sind noch belegt. Ich habe die auf den linken und den rechten Pfeil gelegt. Die linke Seite auf den linken, die rechte Seite auf den rechten. Und dementsprechend können wir jetzt steuern und fahren. Ich habe auch versucht, irgendwie noch mehr Triebwerke zu installieren und solche Sachen. Aber das ist super schwierig, wie gesagt. Wenn ich da irgend sowas mache, dann funktioniert wieder das ganze Setup nicht. Man kann damit steuern, ist nicht einfach. Aber man kriegt es irgendwie ziemlich schnell raus. Und ich glaube, dass das auch das schnellste Boot-Setup ist, was ich habe. Bin mir nicht sicher. Vielleicht ist das andere genauso schnell. Wir schwimmen jetzt einfach mal davor und schauen, ob wir vielleicht auf diese Insel kommen. Das wird wahrscheinlich einen Moment dauern. Aber schneller geht's einfach auf dem Wasser nicht. Die einzige andere Möglichkeit wären natürlich irgendwelche fliegenden Geräte.
Und die gucken wir uns aber erst in der nächsten Episode an. Die sind definitiv kaum dazu geeignet, irgendwo auf einer Insel zu landen. Vielleicht wäre es sogar machbar, aber nicht ohne wirklich großen Aufwand und sehr viel Training. Da könnt ihr also wirklich gespannt sein. Fliegende Geräte sind nochmal deutlich interessanter, würde ich sagen. Und jetzt kommt die Überraschung. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Das sieht wirklich so aus, als wäre die Map hier noch nicht zu Ende. Ich bin jetzt schon ziemlich lange unterwegs. Wir haben jetzt gleich 5 Kilometer geschafft bei 43 km/h. Also gar nicht mal übel. Und das da sieht aus wie eine Insel. Das sieht wirklich so aus, als wäre die Karte hier nicht zu Ende. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Wow, das ist eine riesengroße Karte. Also ich glaube, der gesamte Bereich, wo eigentlich die Kampagne gestartet ist, die ist auch nicht mehr als 5 Kilometer Durchmesser. Und jetzt bin ich 5 Kilometer durchs Meer geschwommen und finde hier noch eine Insel. Also keine Ahnung, wie weit es dann noch weitergeht. Könnten hier mal dran vorbeifahren. Aber das gibt dann auf jeden Fall so ein bisschen eine Idee davon, wie groß die ganze Sache hier eigentlich ist und wie groß die Karten dann sein werden, die man damit bauen kann. Also ich denke, das wird alles offen gestaltet, so dass jeder hier seine eigenen Challenges createn kann. Und das wird halt super interessant, was die Leute sich da einfallen lassen. Und das sieht auch so aus, als hätte man da definitiv genug Platz für alle möglichen Experimente. Für irgendwelche Drag Racer, die 300 fahren oder so. Kein Problem. Also, ich denke, 15 Kilometer sind es auf jeden Fall Durchmesser, die Map. Wie viel weiter das noch geht, weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir einfach weiterfahren, wenn wir das wissen wollen. Das ist auf jeden Fall eine Insel hier, die man auch betreten könnte, ne? Kannst mal ausprobieren. So, gehen wir mal hier an Land. Oh. Ja, also kann ich überall rumfliegen. Wenn wir fliegen können, dann können wir auch gehen. Das ist also definitiv eine Insel. Und die könnte man jetzt natürlich ein bisschen schöner gestalten. Wenn es schon ginge, aber so weit sind wir noch nicht. Im Moment gibt es noch keine Modded-Karten. Ja, und ich sehe jetzt keine Kartenbegrenzung. Das sieht alles gleich aus. Da vorne ist wieder so eine Insel. Da hinten sind wir hergekommen. Das ist der große, eigentliche Kartenbereich, wo man die ganze Zeit rumfährt. Und da ist ein Riesenplanet. Zwei Planeten, okay. Das sieht verrückt aus. Ja, im Wasser sind Piranhas natürlich. Wie sich das gehört. Kommen wir hier wieder raus. Das ist so ein bisschen tricky irgendwie mit diesem Flugmodus. Den kriege ich nicht immer gleich hin. Ja, ich werde noch ein bisschen mal da rausfahren und gucken, wie weit es noch geht. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, als würden wir da bald eine Kartengrenze treffen. Das sieht nach wirklich einer großen Karte aus. Wow. Und da bin ich wieder. Wir sind wieder ein bisschen näher an den Planeten dran. Bin ein Stück weiter rausgefahren aufs Meer. Da hinten ist die Insel. Und mit 43 km/h dauert das natürlich so ein bisschen. Wir sind jetzt bei 6700 Metern Entfernung zur Insel. Also zur großen Hauptinsel. Da, wo wir gestartet sind. Und ja, unser Boot fährt. Ist nicht super schnell, aber es fährt. Und die Karte ist sehr viel größer, als ich das je gedacht hätte. Also ich bin wirklich erstaunt. Das sieht wirklich nach Open World aus, mehr oder weniger. Je nachdem, wie groß man die Karten dann natürlich gestaltet. Aber das Potenzial für riesige Karten ist offensichtlich vorhanden. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hiermit erstmal Schluss mit dieser Schiffsbau-Episode. Hat super Spaß gemacht. Das sind alles eher weniger Schiffe, eher so, weiß nicht, Floße? Die Geräte machen so ein bisschen den Eindruck von dem Hovercraft, aber die hovern natürlich nicht, sondern die schwimmen. Und die unteren Räder sind komplett versenkt, also man hat natürlich riesigen Wasserwiderstand damit und ist entsprechend langsam. Aber es funktioniert, wir haben auf jeden Fall ein paar schwimmfähige Modelle und das ist ja das Wichtigste. Na gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Episode. Ich freue mich auf die nächste, die Flugepisode. Ich hoffe ihr auch. Schön, dass ihr dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.